Okay, wir können. So, dann erklärt uns doch mal nacheinander, was macht denn eigentlich das Deutsche Rote Kreuz? Also, das Deutsche Rote Kreuz, wenn es angerufen wird, dann sagen die, was ist passiert, wo ist es passiert und wie ist es passiert. Und dann sagen die das und die nehmen dann einen Wagen und sagen es den anderen auf Funk und fahren dann los. Okay, super. Und was passiert denn, wenn jemand bewusstlos am Boden liegt? Was muss man denn da machen? Zack, du bist dran. Wie stellt man denn fest, ob der noch atmet? Wie macht man das denn? Man fühlt nach dem Puls. Man nimmt den Kopf ein wenig hoch und hört dann mit dem Ohr, ob man noch atmet. Okay, super. Und wisst ihr denn, welche Arten von Verbänden es gibt, wenn ihr beim Jugendrotkreuz seid? Wisst ihr das? Wisst ihr nicht? Okay. Wie heißt es denn, wenn jemand nicht mehr atmen kann? Was macht man denn dann? Stabile Seitenlage. Und? Ihr müsst auch mal was reden. Keine Ahnung, du bist mal der, kann ich nicht. Sie aber auch. Ich kann es aber nicht. Oder wisst ihr, was eine Atemspende ist? Man nimmt da so ein Ding, macht es über den Nasen und den Mund. Und da gibt es dann so ein Ding, da ist Luft drin. Und da drückt man zweimal, glaube ich. Und dann macht man wieder so. Und macht es nochmal, so lange, bis er wieder bewusst ist. Dass es wieder weiß. Super. Wisst ihr denn, was es bedeutet, wenn jemand ehrenamtlich arbeitet? Was macht er denn dann? Das musst du jetzt wissen. Weiß ich gar nicht. Weißt du das? Weißt du denn die Notrufnummer? Ich weiß sie. Ja? 112. Super. Was muss denn in einem Verbandskasten alles drin sein? Könnt ihr uns das aufzählen? Ein Verband. Eine Schere. Ein Pflaster. Desinfektionsmittel. Handschuhe, glaube ich. Decke. Okay. Als nächstes stehen bereits. Dankeschön, ihr seid erlöst. Ihr dürft uns noch in die Kamera winken, alle.